Freitagabend, 19.30 Uhr. Es ist der 7. Spieltag in der Regionalliga West und der SV Rödinghausen ist zu Gast in Essen, im Stadion Essen an der Hafenstraße. Zu Gast bei RWE. Wie gewohnt, vor atemberaubender Kulisse, über 6.000 Zuschauer fanden den Weg ins Stadion für diese Begegnung und diese Paarung. Lief bisher für den SVR in Essen durchaus immer positiv. Es gab einen Sieg und ein Unentschieden in der vergangenen Saison. Wir sind gespannt, was es heute geben sollte. Zunächst allerdings die Gastgeber mit der ersten Möglichkeit. Über die linke Seite kommt die Flanke vorher. Knapp dann vorbei dieser Versuch von Timo Brauer. Er hier mit der ersten Möglichkeit. Kurz danach dann Frank Löning. Da muss sich Jan Schönwälder lang machen. Kommt hier allerdings an diesem Ball gegen die Laufrichtung. Kurz danach die Ecke. Schlag auf Schlag ging es hier mit den Chancen für RWE in den ersten Minuten. Dann mal der SVR über Langemann. Der zu Schlottke, Schulz, wieder Schlottke und der mit dem Abschluss. Der kann allerdings geklärt werden zur Ecke, die anschließend nichts einbrachte. RWE dann erneut auf dem Weg nach vorne mit dem Schuss hier von Marcel Platzek. Der Schuss von ihm aus der zweiten Reihe geht links am Tor vorbei. Und wieder RWE, dann wieder mal mit Löning. Der kriegt hier allerdings überhaupt keinen Druck hinter diesen Ball. Somit gar kein Problem für Jan Schönwälder im Kasten des SVR. Kurz danach dann dieser Schuss nach der Ecke von Kasim Rabihic, der hier auch wieder den Ball nach vorne treibt. Das ist Brauer, der es aus der Distanz versucht. Sein Schuss knapp über das Tor. Chance für Chance hier für RWE und dann mal der SVR in der Vorwärtsbewegung. Koray Kacinoglu mit der Flanke, aber mit der fehlenden Präzision noch in dieser Möglichkeit. Somit Björn Schlottke, der diesen Ball verpasst. RWE dann noch einmal mit einer Chance auf der Gegenseite. Das ist nochmal Platzek. Sein Schuss allerdings wird nicht gefährlich, da er ohnehin im Abseits stand. Das waren die ersten 45 Minuten. Viele Chancen für RWE, für die Gastgeber ein klares Chancenplus. Und im zweiten Durchgang sollte das etwas anders aussehen, denn der SVR brachte Abubakar Kako hier am Ball mit seinem ersten Pflichtspieleinsatz für den SVR. Und der machte gleich mal auf sich aufmerksam. Kako hier mit der Möglichkeit, Schlottke noch mit dem Nachschuss. Direkt ein guter Einstand vom Neuner des SV Rödinghausen. Auf der Gegenseite eine Ecke dann. Schnell ausgeführt von Benny Bayer. Die Flanke kommt vorher, aber zunächst rausgeköpft. Aber es gibt noch einmal die Schussmöglichkeit. Der Versuch von Rabihic geht aber links unten am Tor vorbei. Erneut RWE über die linke Seite. Das ist Bayer, der sich hier Platz verschafft und es versucht mit diesem Schuss. Der war noch abgefälscht, aber Schönwälder ist hier zur Stelle. In der anderen Hälfte dann der Einwurf von Tom Schulz auf Abubakar Kakbo. Und der setzt sich hier richtig gut durch, spielt den Ball vorher. Und dann der Pfiff von Schiedsrichter Philipp Hüwe und er zieht die rote Karte. Benjamin Bayer wird hier vom Platz gestellt für ein Foulspiel, welches wir uns jetzt in der Wiederholung noch einmal ansehen werden. Sebastian Jakubiak wird hier zur Fall gebracht und wird auch daran gehindert, das Tor zu erzielen. Somit ein klarer Strafstoß, den Marius Bülter ausführen sollte. Marius Bülter, er vergibt diese Möglichkeit. Niklas Heimann ist der Sieger dieses Duells im Tor von RWE und kann die Führung für Rödinghausen verhindern. Kurz darauf der Wechsel. Jakubiak verlässt das Spielfeld. Dafür Marvin Höhner neu dabei. Essen dann mit einer Freistoßmöglichkeit. Über Rabihic kommt der Ball in den 16er. Und der Kopfball von Timo Brauer geht hier knapp über den Querbalken. Kurz darauf bringt Chokozan den Ball wieder in den 16er. Da ist Platzek, der kriegt den Ball hier nicht unter Kontrolle. Und Schönwälder macht das Spiel schnell. Auf der anderen Seite ist Marvin Höhner. Jan-Steffen Meyer steigt hier völlig überhastet ein, bekommt die rote Karte für dieses Foulspiel. Und somit gibt es erneut einen Strafstoß für den SV Rödinghausen. Wir sehen das Foulspiel hier in der Wiederholung. Sven Demand muss mit ansehen, wie seine Mannschaft nur noch zu neunt auf dem Platz ist. Und Edgar Bernhard, der machte es nun mit dem Strafstoß. Klar, das 1:0 für den SVR, ein so wichtiger Treffer. Da spricht die Erfahrung aus ihm. Ruhig und abgeklärt macht er dieses so wichtige Tor für Rödinghausen unter der Woche. Noch im Länderspieleinsatz gegen Kasachstan. Und jetzt trifft er vom Punkt das so wichtige 1:0. Natürlich gab es Diskussionen von RWE, von den Spielern, aber auch von den Fans. Das Stadion wurde zunehmend unruhiger, erst recht nach dieser Aktion
Frank Löning kommt hier zu Fall. Aber sind wir ehrlich, diesen Elfmeter wollte er auch haben. Völlig richtig entschieden von Philipp Hüwe, der aber kurz darauf das Spiel zunächst unterbrechen muss aufgrund der Unruhen im Stadion. Gegenstände flogen von der Westtribüne in Richtung der Spieler. Gute 10 Minuten dauerte es, bis sich die Gemüter wieder einigermaßen beruhigt hatten und es weitergehen konnte mit der Schlussphase dieser Partie. Und Rot-Weiß Essen sollte noch einmal zu einer Möglichkeit kommen. Der Ball da plötzlich beim eingewechselten Gang kam. Velagic, der klärt hier in letzter Sekunde auf der Linie. Dann noch einmal die Möglichkeit per Flanke, aber dann ist Schönwälder zur Stelle. Und dann ist dieses Spiel auch gelaufen. Der SV Rödinghausen gewinnt mit 1:0 bei Rot-Weiß Essen, holt den zweiten Dreier in Folge und hat in der kommenden Woche Gladbach 2 zu Gast.